Viele Monde sind vergangen. Eine Jahreszeit folgt der anderen. Wieder einmal führt der große Geist Winnetou zu dem Platz, wo die ruhen, die er liebt. Inchuchuna, mein Vater. Inchochi, meine geliebte Schwester. Getötet von Männern mit bleichen Stirnen. Es gibt immer wieder Tage, da Winnetou nicht versteht, Blutsbrüderschaft geschlossen zu haben mit einem Bleichgesicht. Es ist nicht recht, dass Winnetou zu den Seelen seiner Toten spricht, mit hasserfülltem Herzen. Winnetou! Winnetou! Die Weißen haben unser Dorf überfallen, als wir auf der Jagd waren. Sie haben die Frauen vergewaltigt, viele Zelte verbrannt und ein Kind entführt. Und was habt ihr getan? Sprich! Unsere Krieger verfolgen sie, aber die Weißen haben Gewehre. Weißt du, wer sie sind? Sammy Cook und seine Bande. Sammy Cook. Er ist der Schlimmste von allen. Er hat gesagt, er bringt jeden um, der versucht, Kleiner Bär zurückzuholen. Kleiner Bär? Der Enkel des Mannes, der wie ein Vater zu mir ist? Ja. Los, komm! Zieht euch zurück zum Kloster! Alter Bär! Alter Bär, hilf mir doch! Schickt die Halunken zur Hölle! Schneid sie ab, die roten Teufel! Alter Bär wollte die Krieger zurückhalten und mit den Bleichgesichtern verhandeln. Alter Bär ist ein Mann des Friedens. Hörst du die Schüsse? Sie kommen aus den Ruinen des Klosters. Möge der große Geist unsere Brüder beschützen. Kleiner Bär, steh doch auf! Alter Bär, halt! Gerti, mein Pferd! Alles auf die Pferde! Es machen wir die Rothäute fertig! Fetti! Lass die Rothaut liegen! Los, weg hier! Ihnen nach! Wunderbares Motiv. Ich habe dir ja immer gesagt, Josephine, in diesem Land der Wilden sind nur die Tiere manchmal menschlich. So. Fabelhaft. Das Foto nenne ich Schwarzes Pferd weint über einen toten Indianer. Nicht bewegen. Oh, pardon. Eins, zwei, drei. Vielen Dank. Er hat sich bewegt. Zum Glück erst nach der Aufnahme. Ich komm schon. Meine Güte, er lebt noch. Wie ist das bloß passiert? Das war... Ich kann ihn doch hier nicht einfach liegen lassen. Ha ha ha!
mal hier. Blutspuren. Hier muss noch einer in der Nähe sein. Der darf uns auf keinen Fall durch die Lappen gehen. Vorwärts! Lächeln, bitte lächeln. Das ist der verrückte Franzose. Hör mal, hast du einen verwundeten Indianer gesehen? Ich, einen Indianer, der verwundet ist? Nein, nein, nein. Und kommen Sie etwas näher und nicht bewegen. Lächeln. Der Kerl ist verrückt. Kommt weiter. Barbaren! In dem Apparat ist eine Platte! Habe ich eine Angst gehabt. Aber du brauchst mir nicht zu danken. Wenn das Bild was geworden ist, sind wir quitt. Dich haben sie ja ganz schön zugerichtet. Was machen wir denn jetzt mit dir? In deinem Zustand hältst du einen Transport in die nächste Stadt nicht aus. Ich bringe dich zu Ambrose. Das wird das Beste sein. Lauf, Josephine! Scheußliche Wunde, Josephine. Beeil dich gefälligst. Die Kugel in seinem Bein muss unbedingt raus, bevor er eine Blutvergiftung kriegt. Aber ich kann das nicht. Schon bei dem Gedanken wird mir übel. Oh. Nicht schießen! Oh, Paiutes! Die Paiutes sind meine Brüder. Ich bin Napoleon Charbonneau. Ihr kennt mich doch. Ihr seid meine Rettung. Ich meine die Rettung für einen eurer roten Brüder. Hört ihr? So rot wie ihr. Ob er ein Paiute ist, weiß ich natürlich nicht, aber Indianer ist er bestimmt. Und außerdem ist er verwundet. Am Bein und am Kopf. Er blutet entsetzlich. Ja, verwundet. Eine Kugel aus einem Donnerstock. Kommen Sie das an! Los, beeil dich! Runter von deinem Gaul! Komm her! Gewehrkugeln. Nein. Nein, ich bin es nicht gewesen. Nein, ich habe gar kein Gewehr. Durchsucht mich. Nicht mal ein Taschenmesser. Das waren die Banditen. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Old Shatterhand. Was ist hier los? Sieh mal in den Wagen. Ich habe einen verwundeten Indianer gefunden. Und jetzt glauben Sie, ich hätte es getan. Das ist ja Winnetous Pferd. Winnetou, der Apache. Der Gauner, der unsere Schatten auf die Bilder zaubert, hat unseren Bruder auf dem Gewissen. Der unmöglich. Ich sage euch doch, ich habe nie ein Gewehr bei mir. Winnetou, der große Krieger. Ja, das ist Winnetou, mein Blutsbruder. Es ist zum Glück nur ein Streifschuss gewesen. Er sitzt verdammt tief. Wer hat das getan? Barbaren! Ich meine, es waren Cook und seine Bande. Sie sind hinter mir. Ich ahnte, dass etwas nicht in Ordnung war, Winnetou. Als du nicht an dem Ort warst, wo deine Schwester in Chochi für immer ruht. Ich pflege dich schon wieder gesund, mein Bruder. Mein Bruder. Habt ihr einen Medizinmann bei euch? Ja, er ist bei uns im Lager. Wir müssen die Kugel entfernen. Fass mit an! Oh.
Banditen können noch in der Nähe sein. Komm lieber mit uns. Oh nein, nein. Ich kann doch meinen Wagen und meine Josephine nicht im Stich lassen. Komm nicht in Frage. Tja, Sabano, jetzt musst du das beste Bild in Sicherheit bringen, das du je gemacht hast. Ganz ruhig, Josephine. Ein braves Mädchen. Bravo, Chabonneau, ein wahres Meisterwerk. Leben bleiben? Wenn der große Geist es will. Die Kojoten mit den weißen Stirnen sind wieder in die Schlucht zurückgekehrt. Old Shatterhand hat mir gesagt, wir sollen sofort zum Fluss bei Crazy Woman ziehen. Kommt, beeilt euch! Schnell! Lasst nichts zurück! Old Shatterhand! Banditen kommen! Erwischt alle Spuren, überquert den Fluss und versteckt euch hinter den Felsen! Wie geht es, Winnetou? Nicht sehr gut. Dem Hügel Crazy Woman ist eine Ranch. Sie gehört Ambrose, einem Freund. Sag ihm, wir brauchen seine Hilfe. Ich krieg wie ein Pfeil. Das Blei aus dem Donnerstock wird ihn langsam töten. Es muss entfernt werden. Mein Bruder, bist du bereit? Ich bin bereit. Gewusst. Das sind diese hinterhältigen Paiutes gewesen. Wir haben den Indianer, den der Fotograf versteckt hatte, bestimmt mitgenommen. Die Asche ist noch warm. Sie können nicht weit sein. Die Bleichgesichter folgen uns bestimmt. Sag deinen Brüdern, sie sollen sich in die Berge zurückziehen. Wir brechen auf! In die Berge! Schnell! Sag, mein Bruder, wie ist das passiert? Das waren Weiße. Der Anführer heißt Sammy Cook. Sie haben heute früh ein Dorf der Arapaos überfallen. Wo waren die Männer? Auf der Jagd. Das haben Sammy Cook und seine Leute ausgenutzt und Kleiner Bär entführt. Den Enkel von Alter Bär? Ja. Seine Mutter ist die Tochter von Alter Bär. Als die Männer von der Jagd zurückkehrten, hat sie ihnen alles erzählt. Alter Bär und seine Krieger haben die Bleichgesichter verfolgt und bei den Klosterruinen gestellt. Alter Bär wollte mit ihnen verhandeln.
Ich war am Grab meines Vaters und meiner Schwester und habe auf dich gewartet. Ein Arapaho-Krieger kam, um mich zu Hilfe zu holen. Ich bin zu spät gekommen. Ich sah kleiner Bär da liegen und daneben alter Bär. Beide hatte Sammy Cook getötet. Hilf mir, mein Sohn. Ich habe etwas gefunden, was ihn vielleicht heilen kann. Ich habe die Bienen gebeten, mir zu verzeihen. Sie haben mich nicht gestochen und mir ihren Honig gelassen. Ich werde ihn auf die Wunde streichen, damit sie aufhört zu bluten. Aber gib Acht, er darf nicht schmutzig werden. Sonst wird er dein Blut vergiften und du musst sterben. Die weißen Männer kommen. Bringt euch in Sicherheit. Lasst mich hier. Der Stamm der Paiutes hat fast alles verloren. Seine Jagdgründe, seine Zelte und Kinder und Frauen. Wir können nur noch die Augen erheben zum großen Geist und ihm zurufen. Wir stehen vor dir mit leeren Händen. Trotzdem werden wir immer zeigen, dass wir deine wahren Söhne sind. Dürfte ich das auch noch sagen, wenn ich einen meiner Brüder im Stich ließe? Komm mit, ich bringe dich zu meinem Stamm, Winnetou. Aber das Bleichgesicht bleibt hier. Nein. Er ist mein Bruder. Ich habe sein Blut getrunken und er das meine. Unsere Seelen sind eins. Nimm den weisen Mann mit dir, Häuptling der Paiutes. Und geh zu deinem Volk. Ich tue, was du sagst. Sie sind ohne mich hilflos. Als der Mond der roten Augen am Himmel stand, waren wir noch viele. Dann kam der Winter mit seinem weißen Gesicht und forderte zahlreiche Opfer. Wie viele von uns werden noch da sein, wenn der Mond der schwarzen Kirschen naht? Sieh mal, da drüben sind sie. Wir haben uns überlistet und den Fluss überquert. Die werden wir schon kriegen. Ja! Mir Feuerschutz. Ich will versuchen, über den Fluss zu kommen und sie von der Seite anzugreifen. In Ordnung. Ja. Schieß doch! Schieß! Hilfe! Hilfe! Hilf mir doch! Da hast du deine Krücke! Klingt wie das Kriegsgeschrei des Sioux. Nein, das ist dein Freund. Sioux, das hat uns noch gefehlt. Die Schweine wollen uns in den Rücken fallen. So ein Mist. Ach, Sioux, nie im Leben. Die gibt es in dieser Gegend überhaupt nicht. Los, auf die Pferde. Hat mein Bruder einen Sioux zum Freund? Du wirst sehen, er ist ein feiner Kerl. Jetzt werden wir uns den Schreihals mal näher ansehen. Sieh sie dir an. Na, die werden ihr blaues Wunder erleben. Schieß! Auf, Mister! Seinen Freund allein zu lassen? Angst um den? Der hat es allein mit einer ganzen Kompanie von Südstaatlern aufgenommen. Der wird mit diesen Sträuchen schon allein fertig. Die Burschen werden dumme Gesichter machen, wenn sie merken, dass ihr Indianer ein Schwarzer ist. Ein Schwarzer? Der Freund meines Bruders ist schwarz? Wie Kohle, ja. Na los, kommt her, ihr feigen Hunde! Habt ihr etwa Angst vor einem Neger? Ein Neger? Verdammt, wir haben uns von einem Neger in die Flucht schlagen lassen. Warte, du Wanze! Los, schießt! Mach dein Ziel aus ihm! Das müsste man können! Auf die Pferde! Jetzt bist du in Sicherheit.
Das ist das Haus von Ambrose. Ist dieser Ambrose ein alter Freund meines Bruders? Ein Kampfgefährte. Ich habe ihn zufällig hier wieder getroffen. Da kommt er. Los, komm. Ambrose! Das hast du gut gemacht. Die Kerle sind anhänglich. Ich bin sie leider nicht losgeworden. Geh ins Haus und kümmere dich um Winnetou. Ich übernehme Cook und seine Bande. Das war nur eine Kostprobe. Das nächste Mal schieße ich 3 Zoll tiefer. Geht da drüben hinter den Bäumen in Deckung. Oh. Kommt her! Herkommen! Das ist Old Shatterhand. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Er hat unsere Gesichter gesehen und der schwarze Halunke auch. Sie haben die verdammte Rothaut in die Hütte gebracht. Na und? Die Bruchbude ist doch die reinste Mausefalle. Ich weiß, wer du bist. Ich bin mal deinem Vater in Chuchuna begegnet. Ich habe eigentlich 3 Väter gehabt. In Chuchuna, dem ich das Leben verdanke. Kleki Petra, einen Weißen, der die Lebensweise der Indianer gewählt hat und mich die Klugheit der Weißen lehrte. Und Alter Bär, den Häuptling der Arapahos, von dem ich lernte, ein stolzer, tapferer Krieger zu sein. Andy! Ich werde mit den anderen hinüberschleichen und den Stall anzünden, um die Hunde aus dem Haus zu locken. Gut. Du gehst da drüben hin und schießt auf die Fenster. Vorwärts! Alter Bär lebte auf einer blauen Wolke, wie alle Arapahos. Sein Leben war ein endlos langer Weg aus Blut und Sand. Blut und Sand? Wie meinst du das? Er war bei den 40 Arapahos, die zusammen mit den Cheyennes vor 9 Wintern am Sand Creek lagerten. Ich erinnere mich. Sie wurden alle niedergemetzelt. Alter Bär war einer von den 4 Arapahos, die am Leben blieben. Er war danach auch an den Ufern des Washita, während des Angriffs von Powhuasca. Du meinst General Custer? Ja, Custer. Du musst liegen bleiben. Custer, der Indianertöter. Der Mörder von Frauen und Kindern. Hier, Ambrose. Siehst du das? Das ist eine der Jacken von Alter Bär. Das hier sind die Haare seines Lieblingspferdes, das unter ihm bei dem Gemetzel am Sand Creek getötet wurde. Old Shatterhand ist ins Haus gegangen. Es ist soweit. Los! Na, sind Sie weg? Ich hoffe es. Wie fühlt sich mein Bruder? Besser, dank Ambrose. Schnell, kommt! Sie haben den Stall angesteckt. Verdammt. Jetzt wirst du mit deinem schwarzen Freund geröstet und der rote Bastard auch! Vielen Dank, Sammy. So ist es gut. Das ist die richtige Festbeleuchtung, um euch einen Denkzettel zu geben. Du, Sammy! Das hat keinen Sinn! Wir wollen lieber abhauen! Die Heimwohl, Shatterhand! Wir sehen uns wieder! Wann immer du willst! Komm, wir müssen erstmal das Feuer löschen.